Ich muss echt das nächste Mal wieder auf dem Stephansplatz vorbeigehen, wo ich mir gerade. Also willkommen im Open Mic Blog. Was bedeutet Open Mic? Die meisten von euch wissen es. Jeder von euch, der Lust hat zu sprechen, kann hierher kommen, sich anmelden und sprechen. Ich möchte euch nur bitten, respektiert eines, nämlich wir möchten hier keine Hetzreden haben. Wir möchten hier nicht gegen einzelne Religionsgruppen sprechen, wir möchten hier nicht gegen Berufsgruppen hetzen, wir wollen nicht gegen Alt hetzen, nicht gegen Jung hetzen. Schaut mal, es geht ja im Prinzip darum, dass wir uns hier heute treffen und uns auszutauschen. Das ist ja keine Einwegstraße quasi. Ja? Das heißt, jeder, der will, meldet euch an, kommt nach vorne und sprecht einfach. Mir ist nämlich eines aufgefallen in den letzten Wochen, das möchte ich noch kurz ansprechen. Ich habe mich selber dabei ertappt, als ich letztens diskutiert habe mit einem guten Bekannten, dass ich völlig unbewusst angefangen habe, so Feindbilder zu konstruieren. Ja? Wenn man von etwas überzeugt ist, dann macht man das sehr häufig, ohne dass man es merkt. Und die Feindbilder können, können sogar recht augenscheinlich sein. Ja? Es kann durchaus auch sein, dass du dir denkst, okay, schauen wir uns den aktuellen Ukraine-Konflikt an, dann sind die potenziellen Aggressoren recht schnell erkannt. Ja? Die einen sagen, oh, Putin, das ist ein Generalwort, ja? Das funktioniert irgendwie. Vielleicht wird es wahrscheinlich zum Unwort des Jahres 2014 gewählt, ich weiß es nicht. Ja? Die anderen sagen wieder, naja, das ist ganz klar, CIA. Die anderen sagen, oh, nein, in einem anderen Konflikt, das ist ganz klar, das sind die Islamisten. Islamisten, pass auf, Islamisten gekommen. Ja? Und das kostet mich unpackbar an. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind doch jeder für uns, ja? Jeder von uns kann maximal für sich selber sprechen und für sich selbst zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist genauso absurd, wie als wenn du beispielsweise, ja, du überfällst morgen eine Bank und nur weil du heute hier gesessen bist, werde ich auch mit verhaftet. Verstehst du, was ich meine? Und das Schlimmste an dem Ganzen finde ich, dass häufig die Schwächsten es sind, die am schnellsten zu Feindbilder gemacht werden. Schwächsten oder, und das ist besonders interessant, die Verrückten. Die Verrückten sind in der Regel die nicht der Norm entsprechen. Aber wisst ihr was? Wenn wir uns den Lauf der Geschichte anschauen und uns schauen, wer hat wirklich unsere Zivilisation geprägt, dann waren es die Verrückten. Wurscht in welcher Form. Ja? Ganz egal, ob es ein Galileo Galilei war oder... Egal, auch in der heutigen Zeit. Und deswegen sage ich, lasst uns feiern die Verrückten. Und ich habe dazu einen Text gefunden, den habe ich vor langer Zeit mal geschrieben, weil mich genau dieses Thema jetzt schon ziemlich lange beschäftigt. Ich glaube, ich bin selber auch ein bisschen verrückt oder so, ich weiß nicht. Und den würde ich gerne jetzt noch kurz vortragen. Schlechte Tage ziehen die Spuren. Es knackt vergnügt der Schaden. Man schützt die Seele mit Zensuren, das Leben fickt und schickt dich baden. Denn wir sind alle nur Patienten, sowohl Psychiater wie auch Klienten. Ritalin und Homophobie, Bindungsangst im Betto, manchmal manische Idiotie und Zwänge lachen Detto. Denn wir sind alle nur Patienten, wer kann es uns verdenken? Es spuken im Geist die Fristen, herrlich sinnlos und dogmatisch. Es raten uns die Analysten, sich selbst zu knechten ist doch modisch. Denn wir sind alle nur Patienten, Depperte an allen Enden. Im Grunde ist doch nichts normal, auch wenn dein Anstand dir das sagt. Lass es raus und schau nicht drauf, ist nur dein Ego, das dich plagt. Denn wir sind alle nur Patienten. Lasst uns feiern, die Verrückten.